Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums an diesem vierten Adventssonntag. Toll, dass Sie so zahlreich hier ins Kino kommen, zu Was tut sich im deutschen Film? Das ist unsere Reihe, die wir schon seit über 15 Jahren hier machen tatsächlich. Und es hat schon mehrere Krisen überstanden, den Umbau, jetzt Corona, wir sind immer noch da und freuen uns einmal pro Monat, Ihnen ein ganz besonderes Highlight des deutschen Kinoschaffens präsentieren zu können. Und das Ganze, wie immer, das wissen Sie, in Kooperation mit EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen hier in Frankfurt und heute ist hier der Chefredakteur Rudolf Worschig und Anke Sterneborg. Sie wird nachher dann das Gespräch führen. Sie arbeitet aber nicht nur für EPD Film. Sie arbeitet, das hat sie mir vorhin alles gesagt, Zeit Online, Süddeutsche, RBB Radio und was habe ich vergessen? Nix, also das ist schon mal das Wichtigste. Sie ist auf jeden Fall sehr umtriebig, macht seit vielen Jahren tolle Geschichten über Film und kennt sich aus wie keine andere. Sie wird nachher das Gespräch führen und zwar dann auch mit dem Regisseur, der extra aus Berlin angereist ist. Er ist einer der Großen seines Fachs. Seit 89 macht er, glaube ich, Filme, hat vielfach Preise gewonnen, von Grimme-Preisen bis jetzt gerade kürzlich mit diesem Film bei einem der wichtigsten Festivals Osteuropas. In Tallinn hat er als den Hauptpreis für Lieber Thomas gewonnen und Albrecht Schuch, sein Hauptdarsteller, auch einen Preis. Begrüßen Sie extra aus Berlin angereist, Andreas Kleinert. Willkommen in Frankfurt. Dein Applaus. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Andreas, ich möchte mit dir kurz vorher einfach mal reden über dieses verrückte Danach, seitdem dieser Film seine Premiere hatte. Beim Filmfest München war das dieses Jahr Eröffnungsfilm der neuen deutschen Kinoreihe. Das war ganz unterschiedlich, mal mit Menschen, mal draußen, mal mit wenig Menschen drinnen unter unterschiedlichsten Konstellationen. Wie hast du diese Reise mit diesem Film bisher wahrgenommen? Ja, seltsamerweise habe ich das Gefühl, wir schleichen uns so durch mit dem Film, dass wir immer irgendwie eine Chance haben. Also das ging los bei dem Drehbuch, das ging los beim Drehen und jetzt geht es auch los bei der Auswertung. Also wir haben gerade Glück so gehabt. Also wir waren jetzt einen Monat auf Kinotour in ganz Deutschland und es war so lustig, dass wir überall noch zeigen konnten, also in München noch und dann war schon wieder die nächsten Regelungen. Also als wir Premiere in Berlin hatten, müssen Sie sich vorstellen, 850 Leute und dann haben sie noch Stühle reingestellt. Es war brechend voll, die Leute saßen wie die Ölsardinen. Das war kurz an dem Tag, wo das, wie heißt es, RKI sagte, man möchte keine Veranstaltung mehr besuchen, weil die neue Virus kommt. Und wir waren da so eng und dann wurde natürlich gefeiert und getanzt. Also es ist verrückt, dass wir sozusagen immer so durchschleichen und jetzt freue ich mich auch, dass wir heute hier sind, dass wir auch noch so zahlreich so viele Leute noch zeigen können, den Film. Weil natürlich ist es für einen Arthouse-Film immer schwierig, weil man ja nicht in diesen großen Palästen läuft, auf die Zahlen zu kommen. Das ist natürlich für die Weiterarbeit immer wichtig, aber freuen wir uns natürlich, dass wir mit Publikum reden können, weil das ist ja der Unterschied zum Fernsehen, das ist das Schöne, dass man beim Kino wirklich Menschen gegenüber hat und dass man reden kann und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir jetzt heute hier sind. Das, was ich schon mal sagen kann, ohne dass wir jetzt da viel vorwegnehmen, das ist ein Herzensprojekt, vielleicht sogar eine Art Lebensprojekt. Ihr habt über ein Jahrzehnt daran gearbeitet. Umso schöner ist es, dass wir nachher dann diesen Austausch haben können, auch mit einem langen Werkstattgespräch. Du hast jetzt dieses Filmmuseum hier gesehen. Ich habe dich ein bisschen durchgeführt. Ich möchte das mal noch vorweg schicken. Du bist auch einer der wichtigen Dozierenden unseres Landes an einer Filmhochschule, an der Filmuniversität Babelsberg. Wie wichtig ist dir das, quasi Filmgeschichte auch erlebbar und greifbar zu machen, jetzt gerade auch, wenn du das heute hier gesehen hast? Naja, ich muss ja sagen, dass ich, so wie ich groß geworden bin, als ich an der Filmhochschule studiert habe, da war natürlich Filmgeschichte so das zentrale Fach auch. Ne? Also Filmgeschichte war so wahnsinnig wichtig. Also wir haben wirklich vom Stummfilm an wirklich viele Perioden, also sehr, sehr viel geschaut und sehr viel diskutiert. Und heute haben wir manchmal so ein bisschen Angst, wenn wir auch neue Bewerbungen bekommen für die Regiestudierenden, dass dieses Interesse für die Filmgeschichte und da gibt es Leute, die kennen alles und sehen wirklich viel
Und, aber man muss es schon wieder provozieren. Also ich, deswegen ist es so wichtig, dass es solche Orte gibt, weil ich glaube, es ist so albern, Dinge, wenn man nur weiß, worauf man aufbaut, kann man nach vorne gehen. Wenn man nicht weiß, was vor einem liegt, was hinter einem liegt, dann und ich glaube, man muss die Leute wieder ein bisschen dazu bringen, dass sie sich damit beschäftigen, weil die Filmgeschichte ist so aufsehenerregend. Und deswegen war ich natürlich froh, das heute so zu erleben, im en Detail. Und man merkt heute, man muss ein bisschen Druck machen, setzt euch auseinander mit dem, was da vor euch war und nicht einfach nur gucken, was lief in den letzten beiden Jahren im Kino, das ist ein bisschen wenig. Thomas Brasch, dem widmen wir uns heute und der war natürlich auch Filmemacher, neben all seinen vielen anderen Begabungen, die er gehabt hat. Diese Filme, gucken das jetzt deine Studierenden? Ist das Pflichtprogramm oder? Nee, sowas Lustige. Einzige, was ich jetzt durchgesetzt habe, ist, dass, das ist auch verrückt, man hat immer weniger Zeit für Unterricht und dadurch auch immer weniger Zeit, Filme zu schauen. Und deswegen muss man sich sehr arg entscheiden, was zeigt man. Nee, aber wir haben jetzt durch den Film auch der Alexander Polzin, der seinen Grabstein gemacht hat, der sich sehr für den Film engagiert hat, der hat jetzt ein Kunstwerk der Schule, der Universität gegeben. Das sind Masken, die zu einem Gedicht von Brasch, was er für Uwe Jonsson geschrieben hat. Und das wird es jetzt extra einen Raum geben, weil es ist eine Riesen-Uni eigentlich. Jetzt gibt es ein zweites Haus. Aber es gibt keinen Raum, wo die Leute einfach abhängen können. Und jetzt gibt es einen wunderschönen Raum, wo man sitzen kann und liegen kann. Und wo diese Brasch-Masken hängen und dieses Gedicht zu sehen ist über den Spiegel, da bin ich ganz stolz, dass es so eine Art Brasch-Raum geben wird. Es gab schon immer ein Transparent im Eingang und eine Leuchtschrift für Brasch, weil er, aber das ist jetzt wirklich so ganz stolz, dass es jetzt da ist. Also von daher, das wird irgendwie im Februar, falls jemand mal in Potsdam ist, da kann man reingehen. Also jetzt bei Corona natürlich kann man nur so reingehen, aber dann irgendwann kann man wieder reingehen. Heute Abend ist das unser Braschraum, dieses schöne rote Kino. Möchtest du uns was vor dem Film noch auf den Weg geben? Nee, ihr seid ja ausdauernd. Ich habe schon gehört, das soll sehr tapfer. Aber die gute Nachricht ist, der Film klingt zwar so wahnsinnig lang, aber die sehr, sehr gute Nachricht ist, der Abspann alleine ist schon 7 Minuten. Also er ist viel kürzer. Der Film ist also eigentlich nur 2:23. Also. Und die zweite gute Nachricht ist, der Westen wird dann immer schneller. Also der Film fängt ruhig an, aber er wird immer schneller. Also bisher, ihr werdet staunen, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist die gute Nachricht. Und wir sind dann ganz schnell wieder hier und dann machen wir noch ein schönes Gespräch. Ich hoffe, ihr habt da noch Kraft und wir versuchen dann irgendwie die Stimmung so hoch zu halten. Es ist Sonntag, Advent, es ist kalt draußen. Also wir werden ein gutes Gespräch haben. Es ist auch eine ganz tolle Journalistin, die hat ein Interview für mich gemacht, mit mir gemacht im EPD-Film. Und wir haben uns so gut, also ich freue mich total auf dieses Interview, dieses Gespräch jetzt. Deswegen ist es auch eine gute Konstellation. Also wir werden da auch ein sehr gutes Gegenüber haben, das wollte ich jetzt schon mal sagen. Also Andreas ist viel zu bescheiden, das kann man schon mal sagen. Nachher, das wird richtig toll. Bleiben Sie den Abspann übersitzen oder gehen Sie in der Zwischenzeit aufs Klo in den 7 Minuten. Kommen aber wieder, das ist das Entscheidende. Und jetzt sagen wir Film ab und viel Vergnügen mit lieber Thomas. Großen Applaus, Andreas Kleiner. Dankeschön. Ja, großen Applaus, Andreas Kleiner, der Regisseur von lieber Thomas. Dein Applaus. Und ich bitte Anke Sterneborg dazu, die das Gespräch führen wird. Magst du gerade auf diese Seite? Super. Ja, in Anbetracht der späten Stunde würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach sofort in Medias Res an. Ist alles an. Irgendwas anmachen oder? Ich weiß nicht, ob ich glaube, wir fangen erstmal an und wenn es dann Fragen. Genau, die Einladung ist natürlich immer, dass Sie Fragen dazwischen setzen können, nicht, dass wir monologisieren oder dialogisieren. Also Sie können immer dazwischen gehen und das ist immer schön, was von Ihnen zu hören. Trauen Sie sich. Wir, heute sind wir auch mal nicht geblendet. Man sieht ganz wunderbar. Ach, sofort eine Frage, bitteschön. Moment, ich bekomme ein Mikro zu Ihnen, weil wir zeichnen das ja auf. Die Zeitung, die Braunschweiger Nachrichten, war das fiktiv oder real? Das ist aus dem, das ist das Reale. Also es ist natürlich konstruiert, weil es ein Schauspieler da drauf ist, aber das ist Braunschweiger Nachrichten, ist der Zufall gewesen, dass es die Braunschweiger Nachrichten waren. Genau. Das ist ja ein historisches Blatt. Also auf dieser Brunke-Mord, den gab es ja real. Dieser Mann, der zwar seine Klavierschülerin umgebracht hat, auf Verlangen von den Mädchen.
Und das ist also eine reale Geschichte, die hat in dem Ewigkeiten, und er hat es durch Zufall in der Staatsbibliothek, die wollten es gerade wegschmeißen, und da hat er alte Zeitungen aus dem vorigen Jahrhundert sozusagen gefunden und hat die mit nach Hause genommen, und da hat er die Geschichte gefunden, und das war durch Zufall in den Braunschweiger Nachrichten. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Frage, was ist hier real und was ist fiktiv, wo du dich ja schon auch ein bisschen auf einem schmalen Grat bewegst. Also es sind auch viele Dinge von dir persönlich und auch wiederum vom Autor eingeflossen. Kannst du das mal dich dazu äußern? Genau, wir haben, aber mich hört man. So, okay. Wir haben uns entschlossen, als wir wussten, dass wir es machen wollen, dass wir keinen Biopic, weil wir alle nicht so Biopic-Fans sind, und für uns ist Biopic so wie so ein Schimpfwort, also nach dem Motto, so wie so ein Wikipedia als Film, so wir sehen mal alles, was der so Mensch so gemacht hat. Und da haben wir gesagt, nee, wir wollen genau das Gegenteil machen. Wir wollen ganz bewusst subjektiv entscheiden, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und wir wollen auch große historische Ereignisse ignorieren oder sie so zeigen, dass man, wie man sie noch nicht gesehen hat. Und so, dass der Mauerfall ist eben, ja, oder auch der Bau der Mauer ist ja dann doch eher ungewöhnlich gezeigt. Und mit der Wirklichkeitsbetrachtung war das so, dass, ja, wenn Sie in den Spielfilm gehen und Sie sehen eine Liebesszene, dann wissen Sie auch, dass es erfunden sein muss, weil es ist ja bei der Liebesszene logischerweise keiner dabei. Es ist ja kein Dokumentarfilm, also ist ja alles erfunden. Und wir haben von Anfang an gesagt, alles Lüge, also um es mal zu übertreiben. Aber wir haben gesagt, wir wagen uns einfach auf das Feld und sagen, es ist alles erstmal eine Behauptung, es ist eine Erzählung. Und das Schöne ist ja, dass wir im Leben das ja auch so tun, wenn Sie jetzt irgendwie von einem Erlebnis in Ihrer Familie erzählen, Ihrem Kolleginnen oder Kollegen, und das werden Sie ja auch, das wird nicht die Realität sein, sondern es wird auch subjektiv verändert sein. Und das ist das Schöne, was man ja im Kino machen kann, dass man wahnsinnige Sprünge machen kann. Man kann sich wahnsinnig trauen, aus der Wirklichkeit herauszugehen. Also was Sie noch mehr als Experiment machen können, wenn Sie jetzt hier sitzen und mir zuhören, dann sind Sie ja ganz bei uns. Sie können uns total nachvollziehen, aber Sie können daran denken, wenn Sie nachher nach Hause gehen, haben Sie im Kühlschrank ein wahnsinnig leckeres Dessert, was Sie heute noch vernaschen wollen. Das können Sie hart aneinander schneiden, und Sie können aber auch zurückschneiden, dass Sie gestern einen Streit hatten mit Ihrem Nachbarn, den Sie total nicht leiden können. Und Sie können das alles ganz hart aneinander schneiden. Unser Gehirn kann so viel, und Film wagt es nicht. Das ist das Problem. Film wagt es oft nicht, sondern es, ihr seid, ich weiß, dass ihr beide gut drauf seid, wir haben uns ja draußen schon unterhalten, aber es macht einen total nervig, wenn ihr dauernd sprecht. Das ist total anstrengend, weil man sich dann doppelt hört. Seid so lieb. Versucht nicht zu flüstern, weil es ist wie beim Film, wenn man beim Drehen flüstert, man kommt aus dem Konzept. Das wollte ich nur sagen, das ist total lieb von euch, weil ihr so nah dran seid. Ich höre alles, was ihr sagt, und dann muss ich das mitreflektieren. Das kann das Gehirn nämlich auch, euch hören, und ich höre dann mich selbst nicht mehr. Gut, danke euch. Nee, genau, also das ist dieser Hang, den wir da hatten, zu sagen, wir gehen über die Wirklichkeitsgrenzen hinaus. Wir zeigen nicht einen Traum als Traum, wir zeigen nicht seine literarische Kopfarbeit als literarische Kopfarbeit. Wir machen keine Einführung über Musik, sondern so wie sie reingefallen wären, wenn die beiden Töchter auftreten, die beiden Schwestern auftreten, werden sie auch erst mal gesagt haben, das ist auf jeden Fall Realität. Und plötzlich merken sie, dass irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt dieser Wechsel zwischen Traum, Erinnerung und Realität, oder was man jetzt so gemeinhin Realität nimmt, ist ja was, was du auch früher schon in Filmen gemacht hast. Inwieweit oder wie sehr ist es ein Bezug zu Tarkowski, mit dem du dich ja auch sehr intensiv beschäftigt hast? Genau, meine Diplomarbeit hieß, wenn ich es noch zusammenbringe, so ungefähr wie Bewusstseinsebenen in der Filmkunst von Andrzej Tarkowski, Anhand von Nostalgia. Und da habe ich eben genau das untersucht, wie sozusagen unsere verschiedenen Bewusstseinsebenen miteinander kommunizieren und wie sie miteinander verzahnt sein können. Und das ist, habe ich immer bewundert an ihm. Und deswegen macht man ja Dinge auch, wo man sagt, das möchte ich auch können. Und das hat auch einen Teil der Virtuosität, finde ich, im Kino zu tun. Oder Buñuel, der gesagt hat, die Filmkunst hat noch gar nicht angefangen, wir legen eigentlich erst mal los. Und dabei war er schon einer der großen Revolutionäre und Vorreiter. Nee, und hier hatten wir eben auch das Ansinnen, quasi dieses Misstrauen in die Wirklichkeit kann ja ein gutes Misstrauen sein, sodass wir alles anzweifeln, auch wenn wir Nachrichten sehen,
nicht im Sinne jetzt von Fake News oder von Lügenpresse, das meine ich gar nicht, sondern dass wir uns mit allem auseinandersetzen, was auf uns Einfluss nimmt, dass wir es trotzdem hinterfragen, ja, dass nichts ist nur das, was es ist. Und das kann Film wunderbar machen. Und das liebe ich an Filmen so, dass wir Dinge behaupten können, wo wir sagen können, es hat so viel mit der Wirklichkeit zu tun, obwohl es nicht wirklich ist. Ja. Und so wie er sich aufhängt, als er die Nachricht bekommt, er muss in den Westen gehen, das ist natürlich eine Provokation, aber andererseits ist es auch ein Wunschdenken. Ne, da ist ja, wir haben ja manchmal, Sie kennen es vielleicht manchmal, das Gefühl, wenn Sie an den Rand an einer Mauer gehen und es ist ein da ist ein Abhang oder so, dass Sie einfach im Kopf vorspielen, Sie springen nicht, aber Sie denken daran. Ihr Lieben, es ist echt anstrengend. Seid so lieb, das Flüstern macht mich fertig, echt. Seid nicht böse. Wir hatten es in Nürnberg schon, seid nicht böse, das ist echt anstrengend. Ich weiß, dass ihr sehr, sehr gut drauf seid, aber das ist echt anstrengend. Ich höre alles, das ist einfach so. Danke euch. War das jetzt eine Frage schon? Oder einfach? Wir hatten eine Frage bezüglich Sexualität. Warte. Entschuldigung, wollten nicht stören. Wir hatten eine Frage bezüglich Sexualität in dem Film. Und das war die Frage auch schon. Wie viel Sexualität ist in dem Film? Wir haben viel homoerotische Vibes sozusagen gespürt am Anfang in dem Thema irgendwie mit dem DDR-Ferienlager. Ne? Da war viel los und dann ging es weiter und das ist die Frage. Vielen Dank. Wollten genau. Ich glaube, genau, wir hatten uns ja draußen schon vor der Tür darüber unterhalten. Ihr habt die Sandra ist eine rumänische Sängerin und die habt gedacht, das wäre ein Mann, aber das ist eine Frau und dadurch erklärt sich es dann von selbst. Also Thomas Brasch war extremst heterosexuell, er war total tolerant und so natürlich, also er war kein intoleranter Mensch, aber seine eigene Sexualität war schon auf Frauen, aber die Frauen hatten kurze Haare, also wenn man das so, das war sein großer Fetisch, wenn man so will, er mochte sehr gerne Frauen mit kurzen Haaren und Sander war seine zweite große Liebe und die hat sehr kurze Haare, aber ist eben eine Frau, also die gibt es auch real und ist eine Sängerin und genau, also damit hat sich es endlich geklärt, ja. Ein sehr großes, weitflächiges, wucherndes Leben. Wie habt ihr, du und der Autor Thomas Wendrich, da Schneisen durchgeschlagen? Also mit welchem Vorsatz sozusagen? Also das Vorhaben war sozusagen, wir konnten nicht umhin, die Kindheit irgendwie zu zeigen. Wir fanden es wichtig, dass dieser Auslöser, wo du Fanlager sagst, es war sozusagen nicht so positiv belagert, sondern es war im Prinzip eine Art, also es gab es schon bei den Preußen, wo im Prinzip Kinder, Jugendliche, auf eine Offizierslaufbahn vorbereitet werden sollten. Und das wurde in den 50er Jahren wieder eröffnet, was aus den Preußenzeiten nicht mehr gab. Also in Preußenzeiten gab es das noch, diese Kadettenanstalt. Und dann hat man es geschlossen nach 3 Jahren, weil sich auch Kinder umgebracht haben. Also das war sicher eine völlige Fehlentscheidung der Regierung. Das gab es dann nicht mehr. Es gab später noch die Gesellschaft für Sport und Technik. Das war so eine Art für Jugendliche, so, wo man sich so sportlich betätigen konnte, was aber gleichzeitig eine vormilitärische Ausbildung war. Aber wir haben es, das war eben eine Entscheidung, obwohl ich gerne auf die Kindheit verzichtet hätte, aber wir waren der Meinung, dass es so ein Auslöser war für seine spätere Art des Umgangs mit Menschen, dass diese sich verteidigen können, dieses verteidigen müssen. Also er war auch jemand, der wirklich zuschlagen konnte. Also der hatte wirklich auch diese, nicht nur die Kraft, sondern auch die, wie soll man sagen, den Ehrgeiz. Also er hat auch Leute die Treppe runtergeworfen und so. Also er war schon auch ein sehr körperlicher Mensch und war immer in Kampfesstellung. Ihm ist auch 2-mal die Nase gebrochen worden, weil er sich geschlagen hat. Also er war für den Dichter ein relativ untypisch, sehr, sehr in Kampfesstellung sozusagen. Deswegen wollten wir darauf nicht verzichten. Und dann war klar, dass die wichtigen Punkte für uns sind 68. Das war ja eben nicht nur im Osten, also worüber wir ja auch berichten über Prag, sondern es war eben ja in ganz Europa und in der ganzen Welt ein Umbruch.
nicht nur in Paris und San Francisco, also überall merkte man, es muss sich etwas verändern. Und ich glaube, das war ein wichtiger Zeit für Brasch. Und deswegen ist es, nimmt es einen breiten Raum ein. Und dann natürlich dieser Wechsel, der unfreiwillige Wechsel in den Westen, das hat ihn sicherlich geprägt. Also die, die ihn im Osten und im Westen kannten, haben alle gesagt, er war nicht mehr derselbe, er war ein anderer. Und das fanden wir irgendwie spannend, dass es so extrem, also Leute, die ihn gerne haben, gesagt haben, er hat sich total verändert. Und das dachten wir, da müssen wir ein Auge sozusagen im Film drauf werfen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns leisten können, bestimmte historische Ereignisse wie den Mauerfall sehr lakonisch zu erzählen. Und wir haben uns auch bei der Familie konzentriert. Wir haben uns, obwohl er noch einen anderen Bruder, den Peter hat, der kurz vorkommt, oder die Marion, haben wir uns ganz auf Klaus konzentriert. Also es waren so Entscheidungen, um die Geschichte nicht in die Breite gehen zu lassen, sondern eher fokussiert auf, und Klaus war sein Lieblingsgeschwister, muss man einfach so sagen. Mit ihm hatte er am meisten zu tun, weil auch altersmäßig am nächsten dran war. Und man weiß eben doch, dass der Tod von Klaus ihn extrem fertig gemacht hat. Also das sind wiederum dann authentische Sachen, die schlimmig sind. Aber wir sind sozusagen mutig, sage ich mal, haben wir Dinge einfach weggelassen. Also auch im Westen haben wir natürlich vieles verknappt und ausgelassen. Auch viele Frauen, die ihm noch sehr wichtig waren im Westen, die auch alle den Film gesehen haben und denen wir auch vorher schon gesagt haben, ihr werdet nicht vorkommen, weil was soll man machen? Also das man konnte nicht alle Geschichten erzählen. Das hätte sich dann irgendwann, sage ich mal, auch gegen ihn selbst gewendet, obwohl er wirklich, das kann man jetzt wirklich ins Publikum frei sagen, er war ein aufrecht Liebender. Wenn man bedenkt, dass nicht nur alle seine Frauen auf der Beerdigung bei ihm waren, sondern er hat kurz bevor er gestorben ist, wollte er nochmal an die Ostsee ziehen, nach Arnshoop, sein Lieblingsort für Chantars. Und da hat er all seine Frauen, die ihm wichtig waren, also jetzt nicht die Affären, sondern wirklich die, mit denen er länger zusammen war, gefragt, wer denn mitkommen würde, wer denn mit hinziehen würde. Und es ist dazu gar nicht mehr gekommen, weil er dann schon gestorben ist. Aber das zeigt eigentlich, dass er zu allen noch dieses Gefühl der Liebe hat. Also er hat sich eigentlich mit niemandem, auch später mit Tina Wegner und so, die Frauen, die haben sich dann noch immer noch getroffen und sind zusammen essen gegangen. Und also die Beziehungen sind aufrechterhalten geblieben. Sicherlich war die zentrale Beziehung die Beziehung mit Katharina Thalbach, das muss man dann auch schon sagen. Also dass das schon sicher eine der zentralen Beziehungen seines Lebens war. Im Unterschied zu den meisten deiner Kollegen, Andreas Dresen ist die andere Ausnahme, habt ihr beide euch direkt nach dem Mauerfall oder sofort mit DDR und Wende beschäftigt? Warum habt ihr das so, ich weiß nicht, inwieweit du jetzt für Andreas Dresen mitsprechen kannst, musst du auch nicht, wenn du das nicht willst, aber warum habt ihr das so anders gehandhabt als alle anderen, die da erstmal so sich an... Na, Andi und ich, wir hatten ja das Glück, dass wir quasi genau in diese Wende hineingekommen sind. Also diejenigen, die schon in der DEFA gearbeitet haben, waren natürlich schon in dem Modus. Und wir sind ja sozusagen, wir haben unser Studium beendet. Also Andreas war 2 Jahre, wurde ja nur alle 2 Jahre immatrikuliert, war 2 Jahre über mir. Aber wir hatten im Prinzip das Studium beendet und dann fiel die Mauer. Und dadurch war natürlich dieser Vorteil, dass wir sofort in diese reale Marktsituation einerseits kamen, andererseits natürlich diesen historischen Umbruch gerade hatten. Also alle erwarteten ja auch, jetzt kommen die aus dem Osten, jetzt erzählen sie vielleicht auch was über den Osten, aber komischerweise waren wir die Einzigen, die sich dann sofort darauf gestürzt haben, weil ich hätte mir gar nichts anderes vorstellen können, weil ich muss ja Filme machen, was mich gerade bewegt. Und ich finde, das sage ich auch meinen Studenten und Studierenden immer, ich sage, macht Filme über euren Jetzt-Zustand, nicht was links und rechts und vorne und hinten ist, sondern weil dann könnt ihr am authentischsten sein, ihr könnt am authentischsten schreiben, ihr könnt, wenn ihr wisst, wer seid ihr gerade. Ja? Und ich glaube, wenn man aus so einer Zeit kommt, diesem Umbruch erlebt, dann kann man ihn nicht einfach sagen, jetzt mache ich mal einen Film, einen Science-Fiction-Film, sondern uns war klar, weil ja auch, sage ich mal, die DDR ja ein klassisches Land der Verdrängung war, wo ja vieles nicht besprochen wurde und nicht thematisiert wurde. Das ist ja wie in Familien, das kennen Sie ja vielleicht auch alle oder Familienteile, vielleicht nicht Ihre, aber für andere Familien. Verdrängung ist ja sozusagen das Hauptprinzip, wie Familien funktionieren oder Ehepaare funktionieren. Man sagt sich nicht die Wahrheit und dadurch kann man irgendwie noch über die Runde eine Weile kommen. Und so war die DDR. Die DDR war wie eine Familie, wo alle sozusagen die schlimmen Wahrheiten unter den Teppich kehrten, damit man irgendwie weitermachen kann. Und dann brach eben alle Dämme brachen und dann ist es, glaube ich, für in der Kunst die Pflicht, sich dem zu stellen
Und in der Literatur, finde ich, ist es differenzierter passiert als im Film. Und im Film ist es zu wenig gewesen. Und jetzt kommt es so peu à peu, kommen immer wieder Sachen. Aber also da ist ein Stau, finde ich, an Emotionen gewesen. Und wir haben den eben gleich ausgelebt. Der war aber natürlich, muss man auch sagen, damals auch kein riesen Publikumserfolg. Das war eher, das waren alles Festivalerfolge, die im Ausland gut ankamen. Aber es war jetzt nicht, dass die Leute ins Kino hier rankommen und sagen, hey, wir wollen DDR-Aufarbeitung sehen. Das wollte keiner. Das war ja wie nachdem die Nazi-Zeit zusammengebrochen war, wollten die Leute ja auch erstmal nicht die Filme sehen, die sich direkt mit dieser Zeit auseinandersetzen, sondern die Leute waren froh, dass es jetzt weg war und dann bloß nicht hören, nicht sehen. Und ich glaube, da hat sich, natürlich ist es schwer vergleichbar immer diese Zeit und diese Zeit, aber weil die Art der Verbrechen natürlich völlig verschieden sind. Aber ich glaube, wir kamen so gerade aus dem Studium heraus und jetzt kommt der Besten und jetzt kommen wir. Das war für uns irgendwie so eine Art Pflicht. Okay, dann gab es eine Reihe Filme über den Osten, dann gab es lange keine über den Osten und dann irgendwann die Entscheidung, einen Film über Brasch zu machen, an dem ihr ja auch über 10 Jahre, glaube ich, gearbeitet habt. Also das sind jetzt vielleicht schon 2 Fragen, mal die einfachere zuerst. Ein Schwarz-Weiß-Film über einen Schriftsteller, Filmemacher, der seit 20 Jahren praktisch fast genau jetzt tot ist. Offene Türen habt ihr da wahrscheinlich nicht eingerannt. Ja genau, das ahnt man und das weiß man und da zählen natürlich, müssen Leute da sein, die irgendwie da vertrauen. Also das ist natürlich die Produktion und da waren eben die, die Geld gegeben haben, haben irgendwie vertraut. Aber es war jetzt kein leichter Weg, weil es logischerweise, es ist ganz selbstverständlich, dass jeder, genau was du beschreibst, schwarz-weiß und ein Dichter, den kein Mensch mehr oder weniger nur noch kennen, das ist einfach nicht, was einem aus den Händen reißen. Aber da war es dann Hartnäckigkeit und irgendwie sozusagen, das sind, was dann auch die Jahre ausmacht. Wir haben ja parallel dann doch andere Filme auch gemacht, also sowohl der Autor als auch ich. Also es war nicht so, dass wir jetzt 10 Jahre nur den Film vorbereitet haben, sondern es waren immer in Sprüngen. Wir haben eine neue Fassung geschrieben, wir haben, das Finanzierung war das eine, das andere Problem, was sich vielleicht jeder vorstellen kann, sobald noch ganz viele Leute leben, es sind natürlich ganz viele rechte Fragen. Und wo es um Kunst geht, Rechte, 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 also Film heißt immer heute Rechte, Rechte, Rechte. Und das hat die Sache auch nochmal in die Länge gezogen. Aber der Entschluss war klar, weil, also wie gesagt, mich hat er schon, als ich an der Filmhochschule selber war, da war ja der Brasch schon, wir wussten ja, dass er von der Schule geflogen ist, wir wussten, dass er Flugblätter geworfen hat. Und solche Leute findet man natürlich als Student toll. Und es ist immer in mir geblieben und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt erzählt man auch über so einen Menschen. Und gerade, also bei uns kam auch zusammen, dass wir gemerkt haben, dass diese Stimmen, die sich so nach vorne trauen, dass das immer weniger wird. Also heute hat man zwar viele Talkshows, wo Leute irgendwas babbeln und Politiker und Journalisten, aber eigentlich diese Stimmen, wie früher, wenn man sagt irgendwie, oh, Heinrich Böll sagt was zur AfD oder Günter Grass sagt was zur SPD, das war ja irgendwie, da hat man Peter Hanke, ne, also der macht es heute noch auch nicht immer zum Wohlgefallen aller. Ne, also, aber es gibt es immer weniger und deswegen haben wir gesagt, das ist so eine Stimme, wir brauchen sowas. Das ist die Aufgabe früher von Philosophen, von Dichtern gewesen, dass sie das, nicht das Tagesaktuelle, nicht das nur alleine, sondern dass sie das Visionäre, dass die Provokation, die Sehnsucht nach Veränderung herausfordern. Und dafür steht Brasch irgendwie. Der war ja so ein Antikapitalist und der war ja so ein innerer Anarchist, der aber natürlich auch wusste, dass die Dinge sich so schwer verändern lassen. Und aus dieser Sehnsucht und der Verzweiflung, und ich glaube, dass es, diese Sehnsucht nach Veränderung hat ja jeder Mensch ein bisschen anders, aber irgendwo schlummert es im Menschen drin, sowohl die Angst vor der Veränderung als auch die Sehnsucht nach Veränderung. Das betrifft sich, das geht wie aufs Private genauso wie aufs Gesellschaftliche. Ja, dass man immer denkt, ist die Frau neben einem oder der Mann neben einem oder die Richtige oder könnte da noch was anderes sein? Und so ist es in der Gesellschaft ja auch, dass man denkt, eigentlich können wir ja hier in Deutschland, wir sind ja jetzt keine Diktatur und wir sind jetzt nicht, wir sind ein Rechtsstaat und es gibt ja vieles, was man hier recht gut finden kann. Aber trotzdem muss man auch sagen, dass grundsätzlich Dinge falsch sind an diesem System. Und da ist Brasch jemand, der immer wieder das benannt hat. Und heute ist es so ein bisschen unterm Teppich, alle beschweren sich und alle meckern, aber es wird immer an Politikern festgemacht oder es wird festgemacht an Details,
die man sozusagen, daran ist das schuld und daran ist das schuld. Dass es aber grundsätzlich, dass es bestimmte Dinge gibt, die das System nicht anders machen kann, weil es die Selbsterhaltung ist, des Systems ist eben zum Beispiel, dass eben ein Profit und ein Mehrwert ist nun mal, was Marx schon rausbekommen hat, ist nun mal das Grundprinzip der Gesellschaft. Und wenn man es nicht aushebelt, dann wird man eben trotzdem, deswegen ist es so anders, wenn wir dann sagen, bitte rodet nicht die Regenwälder in Brasilien ab, wenn wir schon längst in Europa die Wälder hier schon längst ab, ne, was die jetzt machen, haben wir im Mittelalter schon hier gemacht. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist alles immer so absurd. Wir maßen uns jetzt aber zu an, oh Gott, die Bösen machen das jetzt. Wir haben es schon längst hier gemacht. Ne? Also die Welt ist so komplex und so schwer zu durchschauen, dass, glaube ich, deswegen so ein klärender Kopf wie Brasch, der auch wirklich, wenn man sich auch, wenn Sie auf YouTube gehen, gibt es wunderbare Dinge von ihm zu sehen in Interviews oder so, auch wie gut der im Analytischen war. Und dass er eben so einen Widerstandsgeist hatte, das hat uns natürlich am meisten angeregt zu sagen, wir nehmen jemanden, der immer auf Widerstand gebürstet war. Und das haben wir irgendwie bewundert. Ja, diese Kompromisslosigkeit jetzt speziell in der Kunst, also die muss ja für einen Filmemacher schon durch die hohen Budgets ein permanentes Thema sein. Also ist Brasch da auch eine Art alter Ego? Für euch beide vielleicht? Ja, klar. Also man sucht sich jemanden aus, den man... Das Irre ist ja immer, dass man auf Menschen Sehnsüchte projiziert, auch wo man Ängste hat, wo man sagt, könnte ich das, kann ich das, bin ich so, könnte ich so sein. Andererseits auch, wo man Sehnsüchte hat, ne, nach dem Leben. Und wie euch ja schon aufgefallen ist, dass es viel Sexualität gibt, aber da geht es gar nicht nur um die Sexualität, sondern es geht darum, dass er jemand war, aus seinem Hintergrund, dass er schlechte Erfahrungen mit Familie gemacht hat, dass er natürlich klassischen Familienmodellen widersprochen hat. Und er hat natürlich manchmal in seiner Liebestätigkeit sowohl im wirklich Lieben als auch im Sexuellen sich sehr hyperaktiv gezeigt. Und das hat auch damit zu tun, diese Gier nach mehr und anders und nicht anpassen, nicht verspießern. Und das hat natürlich mit uns zu tun. Also als wir angetreten sind, war immer unsere Hauptsache, auch an der Filmhochschule, bloß nicht verspießern, bloß nicht verspießern, bloß nicht verspießern. Was macht man dagegen? Aber sobald es schon anfängt, du kriegst ein Kind, plötzlich musst du Tagesrituale einfüllen. Ne? Also da fängt das schon an. Ne? Also, und im Beruf ist es genauso. Ne? Also kommst du durch mit dem radikalen Weg oder bist du so radikal, dass keine Sau mehr mit dir Filme machen will? Ja? Also du musst ja trotzdem finden, wo kriege ich Filme durch? Ja? Also wo habe ich die Kraft, es durchzustehen, den Widerstand. Ja, wo will ich aber jetzt sagen, jetzt will ich aber auch Filme machen. Ja? Deswegen sage ich mal das Beispiel Goya, der hat eben die Königin gemalt und die Königsfamilie dauernd malen müssen, damit er abends seine Gespenster und seine Ungeheuer malen konnte. Ne? Also dieses Kompromissleben, in dem wir wieder, also das beschreibt, deswegen kann ich es nur empfehlen, gucken Sie sich auf YouTube an, 6 Minuten lang, Bayerischer Filmpreisverleihung in den 80er Jahren. Thomas Brasch bekommt den Bayerischen Filmpreis von Franz Josef Strauß überreicht mit Einführung Ruth Leubrig. Also es ist echt, Sie lachen zu Recht, weil das ist natürlich sehr lustig, weil es A, einerseits wahnsinnig spießig ist, B, ist der Strauß natürlich nicht der Dümmste, der gibt schon eine ganz gute Antwort. Und Brasch ist sehr, sehr, sehr aufgeregt, aber sagt natürlich extrem gute Sätze. Er sagt, und die Sätze kommen übrigens, wir wollten diese Rede nicht nachstellen, weil wir so nachgestellte Dokumentarfilmaufnahmen nicht gut finden, generell nicht gut finden, haben wir die Sätze in das Interview gegeben, was er in Cannes hält auf dem Steg und in die Auseinandersetzung mit seinem Vater. Davon sind Teile der Sätze rübergerettet aus der Brasch-Rede. Und da beschreibt er diesen Konflikt, einerseits das Geld derer zu nehmen, die Macht haben und andererseits die Macht zu bekämpfen. Und ich sage mal, bei uns ist ja auch Geld des Innenministeriums drin. Ne? Und das sind Konflikte, die einen ausmachen, ne? Dass man sagt, ja, okay, mache ich es trotzdem. Ja? Und, ne? Also das ist, glaube ich, das, der Spagat, den Brasch natürlich auch empfunden hat. Darf er diesen Preis annehmen? Ne? Aber er hat ihn angenommen. Ne? Dann wäre, wenn man das jetzt mal übersetzen würde, dann wäre die Königsfamilie bei dir der Tatort und Brasch wären die Nachtnoire. Ja, so kann man es übersetzen, obwohl ich es wirklich gerne mache. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass Goya seine Königsfamilie auch gerne macht. Ich mache gerne auch den Tatort, das muss ich echt sagen. Also, und ich mache ihn auch wie einen Kinofilm. Ich versuche nicht so wie jemand, der sagt, okay, da mache ich jetzt mit der B-Mannschaft spiele ich da, sondern ich mache das dann, weil ich so viel
Lust am Filmemachen habe und die muss ich irgendwie austoben und die tobe ich dann da aus. Ne? Also und man staunt, dass der Tatort eben in der Form einem oft Freiheiten gibt, die man gar nicht so bedenkt, aber da gibt es viele Freiheiten und viele Nischen und es hat auch mal mit Leuten zu tun, mit wem macht man das, aber der Vergleich ist nicht hinkend, der ist schon ganz gut. Ja. Boot sich leider gerade so an. Ich würde jetzt zwei Fragen zumindest nochmal antippen. Vielleicht können Sie mal langsam sich überlegen. Genau. Also ich würde jetzt noch zwei machen. Okay, zwei mache ich noch, wenn ich darf. Also eines, die Entscheidung für Schwarz-Weiß, was mich also sehr daran erinnert hat, auch an eine, so ein bisschen eine Nouvelle Vague-Stimmung, die auch so sehr dem widerspricht, wie wir sonst die DDR sehen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen das ausführen, warum Schwarz-Weiß? Also der erste Grund war, dass wir, wenn man heute, wenn Sie jetzt zum Beispiel ins Internet gehen, alles, was Sie über Thomas Brasch finden, die Fotos, die Filme, nicht nur die Filme über ihn, auch die Filme, die er selber gemacht hat, sind fast alle Schwarz-Weiß. Also wir haben ihn in unserem Gedächtnis, was sozusagen fotografisch umgesetzt ist, in Schwarz-Weiß. Und das fand ich irgendwie wichtig, dass wir dem entsprechen. Das war ein Hauptgrund. Der zweite Grund war, dass wir von Anfang an diese Verwischung der Ebenen haben wollten. Und Schwarz-Weiß tut einem da so gut, dass man eben genau dagegen arbeitet, gegen was ist Traum, was ist welche Zeitebene, dass das alles übermalt wird quasi, also weil dieses Schwarz-Weiß es bindet. Und wir nicht mehr genau wissen, in welcher Zeit sind wir, in welchem Kontext ist es jetzt ein Traum, ist es eine literarische Vision. Und wir sind da sogar so weit gegangen, dass zum Beispiel in New York einmal so ein moderner Radfahrer da durchfährt. Und natürlich hätte ich eine andere Einstellung nehmen können, weil wir hatten sie auch ohne Radfahrer. Aber ich fand es eben interessant, dass dieser Radfahrer da durchfährt. Das fand ich irgendwie aufregend, weil die Dinge, die in unserem Kopf passieren, also das ist ja in Träumen auch manchmal so, dass wir Dinge zusammentun aus unserer Kindheit und Dinge, die in der Jetztzeit sind. Und auf einmal vermischen die Sachen sich. Also deswegen hat es uns auch eine Freiheit gegeben. Und der dritte Grund ist sicherlich auch, dass ein ästhetischer Grund. Ich liebe Schwarz-Weiß. Ich denke fast bei jedem Film, also beim Tatort jetzt nicht, aber bei jedem Film denke ich erstmal darüber nach, warum sollte der nicht Schwarz-Weiß sein? Ich habe früher ja selber Fotos entwickelt und ich mochte das zu gerne, wenn es aus dem Bad kommt und dann langsam das Bild hochkam. Und wir waren dann ganz stolz, dass man diesen Negativrand sah, damit man wusste, das ist der Bildausschnitt und kein Beschiss, wie man heute alles rein- und rauszoomt und sagt, oh, jetzt mache ich noch ein bisschen was da weg und da bis. Und die Bilder werden ja heute zu Tode manipuliert. Und damals wusste man, das ist das fotografierte Foto, da ist der Negativrahmen. Was aber alles auch in Farbe geht. Das geht jetzt in Farbe, aber die Erinnerung, warum ich Schwarz-Weiß so liebe, hat mit diesem fotografischen, dass ich das so geliebt habe. Also ich habe das sogar bei der NVA, ich war ja bei der Nationalen Volksarmee 1,5 Jahre sein müssen, da war ich nun wirklich nicht freiwillig. Und da habe ich den Fotoclub übernommen und war dann, es war mein einziger Rückzugsort, weil da durfte ja keiner rein, weil ich immer sagen konnte, jetzt muss dunkel sein, also da darf natürlich keiner rein. Das war für mich natürlich super, für alle möglichen Dinge, die man machen konnte im Dunkeln. Aber das war für mich meine Freiheit. Also Schwarz-Weiß hat für mich auch viel mit Freiheit zu tun. Wobei es ja jetzt unter den heutigen Produktionsbedingungen eher ein Hindernis war. Ja, es war viel Überredungsarbeit. Also nicht so, also ich erzähle dann immer gerne die Episode, dass Haneke, der ja nun schon zig Oscars und Goldene Palme und sonst was hat, dass selbst der beim Weißen Band nicht Schwarz-Weiß drehen konnte, sondern er hat es dann erst später switchen lassen, weil alle so gegen Schwarz-Weiß waren. Ne? Also das ist schon irgendwie heute immer noch ein Thema. Also früher ging es immer das Gerücht drum, Schwarz-Weiß wäre billiger, was ja völlig Quatsch ist. Und dann gibt es immer so, das Schwarz-Weiß ist publikumsfeindlich. Ja? Und ich finde, das sind so, in der Werbung traut man sich ja auch oft, sieht man ja auch oft Schwarz-Weiß und es ist einfach so ein Vorurteil, also das Publikum so zu einzudämmen, indem man sagt, die Schwarz-Weiß ist publikumsfeindlicher. Das ist einfach eine dumme Ausrede, finde ich. Dann ziehe ich jetzt meine zweite Frage zurück und frage, wie ging es Ihnen denn mit dem Schwarz-Weiß? Dankeschön, sehr freundlich. Dankeschön. Ja, freie Fragerunde, aber du kannst ja auch mal wieder Fragen stellen, also vor zwischendurch.
So, aber vielleicht haben schon Leute Fragen, wir können auch über das Leben reden oder auch. Ich nehme an, Sie haben Thomas Basch nicht mehr persönlich kennengelernt, oder? Genau, skurrilerweise, der Autor, der jünger ist als ich, hat ihn persönlich kennengelernt, weil er auch der ist Schauspieler, der Thomas, und war lange am BE und hat am Berliner Ensemble in der Kantine oft ihn persönlich gesehen, weil Brasch eben direkt um die Ecke wohnte, nämlich da am Bahnhof Friedrichstraße. Und dann ist Brasch oft dahin gegangen, weil es war auch in der Zeit, wo es ihm nicht mehr so gut ging, wo er auch nicht so viel Arbeit hatte. Und er hatte sich immer erhofft, er hat ja Übersetzungen gemacht für Shakespeare-Übersetzung, Tschechow-Übersetzung. Und Peilmann hat ihm auch oft Arbeit gegeben, der damals der Intendant war. Und so war Brasch oft in der Kantine. Und so hat Thomas ihn persönlich kennengelernt, aber wirklich nur so der junge Schauspieler und der Brasch, der da saß und soff. Aber also die haben sich nie gesprochen. Und bei mir war es die skurrile Situation. Ich bin, als ich nach dem Mauerfall meinen ersten Bestfilm hatte, das war die Fietinghoff-Produktion, Joachim von Fietinghoff. Und der hatte alle großen Brasch-Filme gemacht als Produzent. Und als ich zu Fietinghoff kam, war Brasch gerade fertig mit Der Passagier. Das ist der Film mit Tony Curtis, der auch in Cannes im Wettbewerb lief. Und das Budget extrem überzogen hat und bei Engel aus Eisen war Brasch noch total konzentriert und hat nichts getrunken und war keine Drogen und das lief super und leider Gottes beim Passagier ging es dann schon nicht mehr so, also weil nicht nur er viele Drogen genommen hat, sondern Tony Curtis auch, also es war ein Tobabo und die haben teilweise Sachen gedreht, ohne dass die Produktion davon wusste, also es war ein sehr schwieriger Film und das Budget extrem überzogen und Brasch wollte zum Beispiel, dass 5000 jüdische Häftlinge, die alle total abgemagert sind, sollten sozusagen als Komparsen gewonnen werden. Und ich meine, find mal Anfang der 90er 5000 verhungerte Menschen in West-Berlin. Also das kann man sich schon vorstellen, dass das eine blöde Idee war. Und dann kam zum Drehen, hatten sie dann 500 Komparsen da, die schlank waren. Und dann hat Brasch das wütende Set verlassen und gesagt, das dreht er nicht mit so wenig Komparsen. Also so drauf war er damals schon. Aber das wollte ich erzählen, dass sozusagen Brasch war aus den Büros raus und ich kam in die Büros rein und Fietinghoff, der Produzent, hat mir wahnsinnig viel über Brasch erzählt, aber ich habe ihn nie persönlich gesehen. Das hat ja gewisse Vor- und Nachteile. Also Sie sind dann natürlich auch unbefangener in der ganzen Angelegenheit. Also Sie konnten freier sicherlich da rangehen, ne? Und finde ich auch ganz toll, also wie Sie das gemacht haben. Es ist eigentlich auch ein Plädoyer für die Fantasie, für die Vorstellungskraft. Und ja, echt toll. Und natürlich auch die tollen Schauspieler. Ich muss zugeben, ich bin mit seinem Werk nicht vertraut. Ich kenne halt mehr Filme von Katharina Thalbach, weil die auch schon in den 80er Jahren im Westfernsehen sehr präsent war. Also das sind regelmäßig Filme mit ihr gelaufen. Und sie war ja wohl auch sehr beschäftigt. Das kam ja beiläufig im Film ja auch gut rüber, ne? Dass sie ständig neue Angebote hatte, Engagements. Ja. Und er hat auch gelitten natürlich, dass sie so ein Superstar wurde. Sie hatte die Blechtrommel damals gemacht und so. Sie war natürlich so, war am Burgtheater und war unheimlich gefragt. Und bei ihm ging der Stern, also nach dem Cannes-Erfolg von Engel aus Eisen, ging der Stern nach unten. Also er war in den 80ern noch, also 76 war so der Höhepunkt, bis in die Ende der 80er Jahre, dann bis zu dem Cannes-Sieg. Und danach ging es, ab 81 ging es dann schnurstracks bergab. Und der ist ja dann 2000, er ist nach dem Mauerfall dann wieder zurück in den Osten gezogen. Und zwar genau an die Kante eben, also da, wo der Tränenpalast, wo man vom Osten in den Westen ging. Also er lebte sozusagen ein bisschen so im Niemandsland. Ne? Das war auch ein bisschen sinnbildlich, die Wohnung. Das ist auch der Originaldrehort, da wo wir gedreht haben. Das ist die Wohnung, wo er gewohnt hat, über dem Ganymed, was zu DDR-Zeiten schon eines der vornehmen französischen Restaurants war. Und das gibt es immer noch. Und das war seine Stammkneipe, in der er da oft war, wo er zum Schluss seinen Abschlusstrink trinkt. Also von daher war Katharina natürlich die Prominentere, ja. Das ist ein klassisches Thema, ne? Mit Künstlerpaaren und auch jetzt im neuen Leo Carax-Film ist das ja auch ein Thema, ne? Mit Erfolg, Misserfolg in der Beziehung. Den habe ich auch gerade gesehen. Ich liebe Leo Carax, ist ein Provokateur, den ich total verehre. Ich zeige immer meinen Studierenden viele seiner Filme, gerade Holy Motors und so. Also ich liebe den Leo Carax, ist echt ein Filmverrückter. Ich
hat mich damit schwer, aber andere Freunde. Ja, das ist auch nicht mein Lieblingsfilm von ihm, muss ich ehrlich sagen. Also ich will jetzt nicht spoilern, also jeder soll reingehen, der ist immer, also Carax ist immer toll, aber es ist auch nicht mein Lieblingsfilm, das muss ich leider auch sagen, ja. Vielen Dank. Vielleicht zwischengefragt, wie hat Katharina Thalbach denn darauf reagiert, auf diesen Film? Wir wissen von allen Frauen, wie sie reagiert haben. Ich weiß es von Katharina nicht, okay, muss ich sagen. Also wir wissen nicht, ob sie den gesehen hat oder nicht, weil alle anderen waren zu den Premieren da, aber sie war nicht dabei. Wir haben gesprochen, wir haben uns so getroffen und so, aber bevor der Film fertig war. Und die Brasch-Familie? Also Marion ist sozusagen unser größter Fan. Die kommt auch immer mit überall hin und mit ihrer Tochter. Also das ist total toll. Es gibt ja nur noch Marion, die anderen sind ja alle tot. Aber sie ist wirklich, sie macht auch Werbung für uns sozusagen, weil sie, ja, sie hat jetzt wieder eine Braschwoche gehabt am BE, wo sie Albrecht Schuch und Jelle Hase eine Lesung gemacht hat. Und also sie ist, also ähnlich wie Mascha Kirella, die jetzt Texte vertont hat, auch eine Empfehlung, sehr schöne Musik, die sehr engagiert da ist. Und also wir sind alle, wir machen Veranstaltungen zusammen und so. Also das ist wirklich ein schönes, also es ist eben so eine kleine Renaissance jetzt auch durch diese Dreieinigkeit, was Marion loslegt und was Mascha macht und was wir gemacht haben. Das glaube ich ganz, und es kommt auch wieder ein paar Stücke, habe ich das Gefühl. Mercedes wird jetzt wieder aufgeführt, also ein bisschen eine Renaissance kommt. Aber wie gesagt, ich habe immer gesagt, man muss um diesen Film, muss man nicht Brasch kennen. Vielleicht wird man neugierig, also wenn Sie einen Einstieg suchen für Brasch, würde ich Ihnen immer sagen, nehmen Sie die Gedichte. Das ist, glaube ich, der beste Einstieg, weil das ist wirklich zeitlose, fantastische Lyrik. Auch für Leute, die Lyrik nicht mögen, ist es tolle Lyrik. Das ist keine intellektuell abgehobene, sondern es ist eine sehr sinnliche Sprache, eine sehr kluge Form, die er hat. Und es sind wunderschöne Liebesgedichte und wunderschöne, kluge Reflexionen über das Leben. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ein guter Einstieg. Wenn ich Ihnen sagen soll, was Sie nicht lesen sollen, dann lesen Sie nicht von diesen 16.000 Seiten Brunke, die er nicht fertiggestellt hat. Nee, die können Sie ja nicht sehen, lesen, weil also die im Archiv sind, aber es gibt ein dünnes Bändchen, was sie ihn gezwungen haben, rauszubringen. Das ist wirklich nicht der Brunke und nicht der Brasch, den er wollte. Also den kann man nicht so empfehlen. Aber alles andere kann man natürlich gut, Übersetzungen natürlich von ihm und vor den Vätern sterben die Söhne, alles wunderbar. Aber wer sozusagen einen schnellen Einstieg sucht, dann nehmen Sie die Lyrik, das ist ganz toll. Und was auch noch eine Empfehlung ist, auf YouTube, gucken Sie sich an, der ist gerade 100 geworden, der größte Journalist aller Zeiten. Georg Stephan Troller ist gerade 100 und da sehen Sie Personenbeschreibung. Sowas waren mal Fernsehformate, sowas kann man sich gar nicht mehr vorstellen, das wurde 21 Uhr gesendet. Das ist so gut, der ist so klug und so ein, der Witz, der dieser Mann hat, die Intelligenz. Und da sind sich zwei gegenüber wie Tiger und Löwe, die schenken sich nichts. Und der stellt auch Brasch in seinen Schwächen bloß, auch Eitelkeit und all diese Dinge. Das ist so toll und beide kämpfen. So, keiner gibt dem anderen nach, aber das ist wirklich eine halbe Stunde Fernsehkunst auf höchster Ebene. So ist, kann Journalismus sein. Und der Troller, sehen Sie sich auch den Dokumentarfilm an, den es gerade über Troller gibt auf Arte, den gibt es glaube ich in der Mediathek oder Dreisat, ich weiß nicht genau. Dreisat, ja, das ist so, der ist 100. Also wenn ich mit 60 so klug bin wie er, dann werde ich jeden Tag vor Freude auf dem Tisch tanzen. Der ist so pfiffig und so klug und so selbstironisch und wie der auf die Welt guckt. Das ist so ein toller, toller, toller Mensch. Also kann ich nur sagen, ein Held. Sehen Sie sich ihn an. Genau, ich wollte nur kurz fragen, weil also Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie da auch so diese Projektion reingebracht haben von gerne rebellisch sein wollen, gerne provozieren wollen und er auch diese Seite hatte, dass er sehr körperlich war und auch mal Leute verprügelt hat und so. Warum diese Seite eher wenig rein war, weil es ist ja schon auch dieser Genie-Gedanke im Film. Also ich habe schon auch den Eindruck, so, dass er ein sehr guter Kapitalist war, also so sehr hedonistisch und sehr viel gerne konsumiert da irgendwie. Aber selbst in der Probe, die da in der Szene dargestellt war, die er auf Drogen crasht und da seine eigene Show abzieht, ist man da nachher ja trotzdem so, ah, er ist, weil sein Genie auch irgendwie, dass er dann gesehen hat, okay, das sind jetzt wahre Emotionen. Und einfach nur warum, also oder ob das gewollt ist von dieser Seite, dass er eben diese Projektionsfläche ist für, es ist cool, Provokation zu machen und das ist was Schönes und der
soll auch so eine Verbindungsfigur sein, wo man sich gerne mit identifiziert, oder ob das einfach auch gerne ausgelassen wurde aus anderen Gründen. Ne? Also ich sage mal, das mit der Schlägerei, das habe ich nur genannt, weil es das auch gab. Aber so wie jeder von uns im Leben eine Sache hat, wo man sagt, da ist mir was passiert und das ist, macht aber nicht mein Wesen aus. So ist es bei, also Brasch war kein Schläger, ich will jetzt nicht den Eindruck entstehen. Also der hat vielleicht sich 2-3 Mal im Leben geschlagen, aber auch nicht Frauen geschlagen, sondern er hat sich unter Männern geschlagen. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass er ein Schlägertyp ist. Ne? Aber diese Szene, wie er diese Musikanlage runterschmeißt, das ist ein Zitat auf, dass er im Restaurant war und zu dem Kellner gesagt hat, können Sie mal die Musik etwas leiser machen? Und dann hat er nicht richtig leiser gemacht, dann hat er gesagt, können Sie leiser machen? Dann hat er nur ganz bisschen leiser gemacht und dann hat er sie runtergeschmissen. Also er war ein Choleriker. Und das, was Sie jetzt meinen, dass er ein Hedonist war, ja, aber das muss ja nicht widersprechen dem, dass ich schon glaube, dass er für viele auch ein Vorbild sein kann, auch in der Ehrlichkeit. Also der hat es ja nicht gemacht. Also wenn man provoziert, um zu provozieren, ist es bescheuert. Also wenn man jetzt sagt, ich kacke jetzt auf den Tisch, damit ich jetzt eine Meldung bekomme, das ist scheiße, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er war jemand, der an Punkte ging, wo es weh tut und der sich aber auch nicht geschont hat. Also ich sage mal, als er 76 rüberkam in Westen, auf der Nummer, ich bin der arme Dissident, ich bin der arme jüdische Mann, der verfolgt ist und der in der DDR unterdrückt und der im Gefängnis war, er war ja im Gefängnis. Auf der Nummer hätte er 20 Jahre reiten können und hätte alle Fördergelder der Welt bekommen. Aber gucken Sie sich die Talkshows an. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Also ähnlich wie Pasolini oder Jean Genet. Er ist jemand, der immer sagt, ich will nicht geliebt werden, nur des Geliebtwerdens willen. Er wollte, wie wir alle wollen wir natürlich geliebt werden. Aber er hat sich dafür nicht verkauft. Und ich meine, er hätte einen anderen Erfolg haben können, wenn er sich angepasst hat, aber er hat sich nicht angepasst. Und er hat, also und so wie er im Osten gelebt hat, dazu gehört wirklich wahnsinnig viel Mut. Im Westen ist es nicht mehr ganz so mutig, weil man ja nicht ins Gefängnis dafür kommt, aber im Osten ist es schon super mutig. Und im Westen war er trotzdem mutig, weil er damit seinen Erfolg natürlich verspielt hat. Er hat sich nie beliebt gemacht und nicht bei Journalisten. Also er war ein aufrichtiger, ehrlicher Typ, der aber auch natürlich Schattenseiten hat, aber wie wir alle. Ne? Und die Schattenseiten sieht man in dem Film und die wollten wir auch zeigen, aber er ist keiner, er ist natürlich auch ein Macho. Ja? Also ich hatte auch eine junge Frau bei einem Interview, die sagte, ja, der ist ja der die Frauen behandelt. Ja, das ist ja auch gut, wenn man darüber nachdenkt und so. Also ich möchte auch nicht so sein wie Brasch, ja, und es hat, die Zeiten haben sich auch verändert, was ja auch gut ist. Aber ich glaube, dass er ein Macho ist ja erstmal ein Begriff nur, aber wie füllt man das? Aber deswegen habe ich es erzählt, er war ein aufrecht Liebender und die Frauen, wir haben sie ja alle getroffen. Alle, ich kann es Ihnen wirklich sagen, alle haben in irgendeiner Phase angefangen zu weinen, weil sie so geschwärmt haben von ihm. Ne? Also der muss schon irgendwas gehabt haben. Also es kann nicht sein, also weil sie alle ja verlassen worden sind. Ne? Der hat ja teilweise 3 Frauen parallel gehabt. Ne? Und es sind alles keine Frauen, die jetzt, wo man sagt, oh, die sind jetzt so ergeben oder devot oder so. 0,0. Das sind extrem selbstbewusste Frauen. Also extremst. Ne? Also das will ich bloß sagen, also er ist keiner, also obwohl ich nicht sagen will, ich möchte nicht so sein wie er im Verhältnis zu Frauen. Das finde ich überhaupt nicht vorbildhaft. Aber das, was wir dargestellt haben, so war er. Und man soll es auch kritisch sehen. Also man soll es nicht verklären und sagen, macht es so. Ne? Sondern wir sollen uns die Frage stellen, wie lebt man? Ne? So also wie wenn wir Richard III. Von Shakespeare sehen, sagen wir auch nicht, mordet eure Konkurrenten. Sondern wir sehen Richard III. Und sagen, oh, so will ich nicht sein. Ne? Und ich glaube, das kann auch die Wirkung sein, dass man sagt, wovon man sich absetzt. Aber das ist ja das Tolle am Menschen. Es gibt Dinge, die man mag an jemandem und Dinge, wo man sagt, da gehe ich nicht mit. Und so wollen wir auch Brasch wissen. Also wir wollen ihn nicht so verklären, dass wir sagen, werdet alle Brasch, das wäre Quatsch. Also das war bei Tarkowski ähnlich. Also als ich da über Tarkowski gearbeitet habe, da habe ich manchmal das Frauenbild wirklich zum Kotzen gefunden. Also da wirklich, bei Tarkowski ist es manchmal, das ist nicht so auffällig, aber wenn man richtig die Filme betrachtet, sind die Frauen oft nur ikonenhaft oder Mütter. Sie werden überhaupt nicht auf Augenhöhe wahrgenommen. Wenn man die Filme nochmal betrachtet, also es gibt, wenn man danach geht, kann man einige Leute
an die Kandare. Also Tarkowski würde ich auf jeden Fall dazu rechnen, ja. Aber Sie haben es wunderbar entdeckt, das ist schon so, ne? Also man muss ihn kritisch hinterfragen. Das ist ja jetzt eigentlich auch ein guter Moment, mal über die Schauspieler zu reden. Also gerade die Brasch-Rolle, die Schwierigkeit, jemanden zu spielen, der extrem widerborstig ist und gleichzeitig aber doch im Film immer charmant immer wieder wirkt. Also es kippt ja geradezu. Schuch stand sehr früh fest. Ähnlichkeit war deutlich nicht das Kriterium. Was habt ihr gesucht? Genau, also wir haben, du hast es ja gut beschrieben, wir haben Schuch quasi ab der ersten Schreibphase schon im Kopf gehabt. Das war immer Schuch und Jelle Hase stand immer fest. Gesucht haben wir eigentlich nur die rumänische Darstellerin, die haben wir wirklich lange gesucht und den Vater haben wir lange gesucht. Das waren die Einzigen, die wirklich, alles andere war recht, also die beiden waren ganz früh klar und die anderen waren ganz einfach zu besetzen. Und bei Albrecht war es so, dass ich die Devise ausgegeben hatte, Ähnlichkeit ist mir total egal, sondern man muss jemanden finden, der dieses Temperament hat und diese Ausstrahlung. Und bei Brasch haben und viele erzählt, wenn da 30 Leute im Raum waren und Brasch kam in den Raum, der hat einfach diese Aura gehabt. Also die haben irgendwie gesagt, da war auf einmal eine andere Energie im Raum. Ne? Das hat Albrecht auch die Gabe. Ne? Also das ist jemand, der sehr zurückhaltend, ich weiß nicht, manchmal, wenn ihn schon mal im Interview oder im Talkshow gesehen hat, der ist eigentlich sehr bescheiden, ist extrem gut erzogen, kommt aus Jena, die Eltern sind Ärzte. Er ist extrem aufmerksam, extrem sensibel für sein Gegenüber. Gar keine Starallüren, 0,0,000. Wenn man sich vorstellt, der war ja in fast jeder Szene drin. Also er war jeden Tag dran. Der musste manchmal früh morgens 68 spielen, dann nachmittags 1989. Also der musste Sprünge machen, der war immer dran. Und der kommt mit einer Energie immer, also der brennt an allen Enden, die man nur brennen kann. Und Jella ist da genauso. Die sind einfach, die geben sich mit Haut und Haar und das spürte man und das wusste ich auch, dass er jemand ist, der das so ernst nimmt, der eben auch mit Ideen ans Set kommt. Ne? Der nicht sagt irgendwie, jetzt los, Kleinert, mach mal mit mir, sondern der kommt mit Sachen, ja, und überlegt und denkt sich Sachen aus, der macht Vorschläge. Es gibt sogar Texteinfälle, Dialoge, die er erfunden hat. Ne? Also dieses, wenn er sagt, Lady McBrush, mein Name ist Thomas McBrush, ne, das hat er erfunden in der Probe. Ja, und das habe ich dann reingenommen. Also das ist jemand, der sich mit Haut und Haar gibt, der auch nicht, wie man es gewohnt ist, also Probe und dann wird alles aufgebaut und dann sagt man so, Ton ab und Kamera ab und bitte und dann kommt er und dann sitzt er da. Nee, also das hält er gar nicht aus, sondern der kommt von irgendwo her, man weiß manchmal gar nicht, von wo er kommt. Der muss so frisch in die Szene kommen, weil er alles direkt spielt. Ne? Das ist kein Hersteller oder so. Ne? Es gibt ja so artifizielle Schauspieler, also die können das so, also ich kenne Schauspieler, die super sind, aber die machen jetzt einen Handyanruf und sagen, ey, sag mal Andreas, ja, ich komme sofort zur Probe, ich bin sofort bei dir. Wir drehen, also ich bin sofort bei dir. Warte mal, ich muss doch das eine Telefonat, die haben mir so eine blöde Immobilie angedreht, warte eine Sekunde, dann quatschen sie 2 Minuten über diese Immobilie und dann kommen sie ins Set und spielen dir zum Niederknien. Das ist Albrecht nicht. Albrecht ist wahnsinnig in seinem Tunnel und der kommt dann wirklich rein und wie verwandelt. Ne? Er ist, sag ich mal, privat viel zurückgenommener und kommt dann aber in die Szene, zum Beispiel die Theaterszene, die Sie erwähnt haben, die ich ehrlich gesagt persönlich extrem liebe, weil sie natürlich meinen Gefühlen unheimlich Ausdruck gibt. Nämlich diesen Angriff auf alle Anpassung und auf alle Kompromisse und das finde ich bei ihm so irre, auch wenn er da unter Koks ist, aber ich finde einfach so irre, dass er da sich etwas traut, was man eigentlich sonst nicht macht. Und die Szene, Albrecht hat die mit einer, also dass er über die Stühle läuft, ich habe ihm nur gesagt, wenn du über die Stühle laufen willst, guck, dass du dir nicht wehtust. Ne? Und schwupps hat er alle Stühle genommen, ne? Und ist nicht über zwei, sondern über alle gegangen von hinten durch. Ne? Also er ist auch ein Extremist, er war immer jemand, der auch sich nicht geschont hat. Also bei der Szene, wo er schreien muss auf dem Dach, ne? Wir waren von der Polizei nicht angemeldet und alle wussten, dass wir da drehen,
Aber der hat so überzeugend geschrien, dass wir so viele Anrufe und so bekommen, die Polizei und so, weil sie sich viele Sorgen gemacht haben, dass ja jemand wirklich springt. Der hat sich da wirklich die Seele, also wir mussten auch abbrechen, weil die Stimme wäre weg gewesen. Ne? Der macht es dann so pur, ja. Und achtet auch nicht auf die Sicherheitsbedingungen, ja. Gleichzeitig schafft er es auch, diese extrem kunstvolle Sprache von Brasch irgendwie immer so klingen zu lassen, dass, obwohl sie so kunstvoll ist, man ihm glaubt, dass er das jetzt gerade so daher sagt. Wie habt ihr das erarbeitet? Also bei der Lyrik war das Konzept, lustigerweise, ich freue mich einmal, wenn es dann so wirkt und so aussieht. Die erste Lyrik, die dann teilweise auch im Film zustande gekommen ist, das war vor unserem NRW-Komplex, also man muss dazu sagen, als kleine Nebenepisode, dass die düstersten Szenen im Osten sind alle im NRW gedreht worden. Das ist so die verdrehte Welt heutzutage. Also Bochum, Solingen, Remscheid. Nicht nur, ne? Also ein paar Sachen sind auch in Polen gedreht, ein paar Sachen sind auch in Friedrichshain gedreht, in Berlin, Ost-Berlin. Nee, und da hatten wir Zeit im Hotelzimmer und da habe ich gesagt, lass uns mal die Lyrik aufnehmen. Da haben wir uns den Tonmeister geholt und das wir schon mal für einen Rohschnitt haben. Und dann saßen wir wirklich in einem hässlichen, kleinen, engen Hotelzimmer, so auf dem Sofa, so wie wir jetzt hier so ungefähr sitzen. Also es war alles so total dilettantisch improvisiert. Und da haben wir überlegt, lass uns mal probieren. Und da haben wir natürlich einmal mit Brasch-Attitüde das gemacht. Also wie würde Brasch das sprechen? Dann haben wir es wirklich mal so mit Inbrunst und wirklich aller, sag ich mal, wie man sagt, das ist jetzt eine gute Interpretation. Und es hat alles nicht so uns überzeugt. Gelandet sind wir bei einem recht so runtergefahrenen, relativ trockenen, neutralen, also um die Worte zum Wirken kommen zu lassen. Und wir haben ganz viel aus dieser Session, wir haben ja später natürlich dann im Synchronstudio und mit riesem Aufwand, da werden dann die Mikrofone darauf spezialisiert, dass es für die Monologe und für die Gedichte ist, das alles nochmal gemacht. Aber ich habe ganz oft die verwandt, wo wir in der Energie waren, wo wir da auf dem Sofa gesessen haben und das erste Mal gesagt haben, lass uns doch mal gucken, ich habe die Zettel gehalten und so. Ne? Aber die Stimmung war danach, das ist manchmal so, das ist wie, das kennen Sie vielleicht, wenn man manchmal feiert, sind die besten Feiern, sind die, wo keiner ahnt, dass sie schön werden und wo man denkt, man will gar nicht feiern. Und wenn man sich vornimmt, oh, heute machen wir die große Party, dann wird es ein Reinfall. Und so war es da auch. Wir sind sozusagen in der Lyrikstimmung in Bochum gewesen. Was hätte Thomas Brasch über den Film gesagt? Gute Frage. Also was wir ja wissen, ist, dass er eigentlich nicht wollte, dass man über ihn was macht. Er wollte ja selber nicht Romangegenstand sein, was ja im Film verhandelt wird. Und er hätte erstmal, glaube ich, im Quadrat, wie man heute so schön sagt, gekotzt. Er wäre wütend gewesen, dass sich jemand anmaßt, über ihn einen Film zu machen. Aber letztendlich, ich bin Atheist, ich kann es trotzdem so sagen, glaube ich, wenn er uns zugucken würde, hätte er sich trotzdem gefreut, weil er A, ja auch, wie wir alle, auch ein Künstler ist auch eitel und will auch gesehen werden. Und ich glaube, dass stilistisch und wie er gemacht ist, ihm eher entsprochen hätte, auch wenn er es vielleicht nicht zugegeben hätte. Aber ich denke schon, dass er damit was hätte anfangen können. Es gibt ja auch viele Zitate, die sich auf ihn auch filmisch beziehen. Und deswegen glaube ich, oder will mir das auch so wünschen, weil das wäre schrecklich, wenn ich mir vorstelle, dass er es hassen würde. Aber klar würde er erstmal wütend sein und sagen, was wollen die denn, ja. Er war ja da auch so, dass links und rechts von ihm nichts bleiben konnte. Und ich kenne das auch von anderen Künstlern, die noch leben, die in Jurys manchmal sind, wo man weiß, wenn man in deren Richtung so denkt, ich hatte mal so eine Begegnung in Locarno in der Jury mit Alexander Zakurov, da war es auch so, da waren so alles klassische, konventionelle Filme und wir hatten wirklich einen sehr avantgardistischen Film. Und uns hat er so schlecht versprochen, obwohl er so viel konventionell, weil er natürlich merkte, das nimmt ihm was weg. Das hat ja auch manchmal zu tun, dass man dann eine Konkurrenz spürt und denkt, nee, ich mache das besser. Also sowas hätte ich mir auch vorstellen können, dass er sagt, ich hätte es besser gemacht, klar. Aber damit muss man auch leben, also von daher bin ich nicht so schlimm. Aber generell, da sich die Nachfahren jetzt darüber freuen, dass er da ist, hoffe ich, dass er sich auch freut, dass er da ist, der Film. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es ist ein guter Punkt, dann vielleicht noch die Frage zu stellen, die ich dann aber jetzt erst nach der Frage des Herrn stellen werde.
brauche eigentlich kein Mikrofon. Hat er jemals den Fassbinder getroffen? Ist er dem begegnet? Tolle Frage. Lustigerweise hat es in irgendeiner Stadt schon jemand jetzt gefragt und danach haben wir recherchiert, weil in den Dokumenten uns nichts aufgefallen ist. Aber es gibt kein, also wir haben nichts gefunden. Wir sind uns aber sicher, das ist gar nicht zu vermeiden gewesen in der Zeit, weil er war in der Zeit sehr prominent und Fassbinder war sehr prominent. Aber wir sind uns sicher, dass sie sich getroffen haben. Aber ich glaube auch, dass es da auch sowas wie Löwe und Tiger ist, dass sie sicherlich nicht dicke Freunde geworden wären. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, sondern solche Leute halten nicht niemanden neben sich aus. Das ist so, da denke ich mal, dass da eher ein Spannungsfeld gewesen ist. Ne? Und ich glaube, dass da, aber es ist eine schöne Vorstellung, eine theoretische. Es ist lustig, aber es ist ja fast parallel, ist ja von Oskar Röhler der Fassbinder-Film rausgekommen. Und deswegen haben wir auch manchmal drüber nachgedacht, da haben wir gedacht, was wäre, wenn die beiden sich mal duelliert hätten. Aber ich glaube, es wäre eher ein Duell gewesen. Ja, wenn du jetzt so einen Einblick quasi in die Vergangenheit des deutschen Films ja auch gerade gegeben hast, diese Reihe heißt Was tut sich im deutschen Film? Mit einem Fragezeichen am Ende. Und genau diese Frage möchte ich dir gerne einmal stellen. Wie würdest du die denn beantworten? Du bist ja echt nah dran, auch im Nachwuchsbereich an der Filmuni Babelsberg bildest du viele Talente aus. Gleichzeitig machst du Filme wie diesen und Fernsehen. Also was tut sich im deutschen Film? Das ist immer eine wichtige Frage, die beantworte ich immer damit, dass ich sage, als ich rauskam aus der Filmhochschule und in den Westen kam, das war die Zeit von Männer und Katja von Garnier und Sönke Börtmann und damals wurde der Autorenfilm sozusagen gesagt, der ist sowieso tot und der bringt bei Jagd das Publikum aus den Kinos. Und da fing ich an und wollte Filme über Anarchisten Erich Mühsam machen und solche Sachen. Also da war mir schon klar, dass ich ein bisschen fehl am Platze bin. Aber das hat sich dann auch relativiert. Und ich glaube, so ist es, dass die, so pessimistisch man manchmal die Lage sieht, gibt es immer wieder Erneuerungen und es gibt immer wieder Dinge, die sozusagen als Innovation hineinkommen. Und ich finde, dass in bestimmten Dingen hat der deutsche Film sich auch erholt. Also die Zeit, als dann Berliner Schule und Christian Petzold kam. Also ich glaube, es gibt immer so Wellen. Und das ist auch meine Hoffnung, dass ich pushe natürlich immer meine Studierenden sehr, dass sie sich entfernen, dass sie sich nicht nur an der Wirklichkeit festkleben. Und da kommen jetzt auch drei lange Filme raus im nächsten Jahr, wovon wirklich die vier sogar, und davon sind drei sehr überhöhte Filme, die aber sehr sinnlich sind. Es kommen immer wieder neue Talente und die wiederum eine Innovation hineinbringen. Und ich meine, wir haben ja vorhin noch am Tisch darüber gesprochen, natürlich ist jetzt ein Serienhype, überall, wo man hinkommt, heißt es, kannst es nicht als Serie machen. Ich glaube, bestimmte Sachen ruckeln sich auch immer zurecht. Natürlich spielt Technologie und Geld immer eine große Rolle im Kinowesen. Aber gerade ist es für Kino wahnsinnig schwierig. Es wird sich jetzt mehr über Serien in nächster Zeit abspielen, das sehe ich auch so. Und die Fernseh-Einzelstücke, die besonderen, werden immer weniger werden. Aber ich glaube, dass es danach wieder eine Welle gibt, wo man sagt, man hat eine Sehnsucht auch nach Einzelstücken. Und ich glaube, dass es immer wieder durch Persönlichkeiten vor allem kommt, dass Film sich erneuert, sich verändert. Und solche Verrückten wie Leo Carax oder so, die gibt es Gott sei Dank immer wieder. Die haben es natürlich in Deutschland, sage ich mal, besonders schwer. Also ein Aldo Movar oder ein Lars von Trier in Deutschland sich vorzustellen, ist schwer. Wir suchen sie immer, wenn wir die Aufnahmegespräche machen. Und manchmal haben wir so Leute, oh, das wird bestimmt ein totaler Anarchist und das ist dann erfüllt sich manchmal nicht. Und umgekehrt, wo man sagt, oh, da sehen wir noch nicht so viel, die entwickeln sich dann wirklich hervorragend, wie damals Jakob Lars oder Axel Ranisch, die wirklich tolle Regisseure geworden sind. Also es ist, ich finde, man kann nicht weiß sagen, sondern man kann nur sagen, das Publikum entscheidet letztendlich, aber auch die Technologie entscheidet und das Geld entscheidet. Das sind die drei Faktoren. Und da muss man hoffen auf die Klugheit des Publikums, dass immer wieder nach schönen, verrückten Sachen verlangt wird. Wir danken dir für diese,
Sonst machen wir draußen gleich weiter, würde ich sagen. Aber wir danken dir sehr für diese schöne, verrückte Sache, die du uns heute hier auf die Leinwand gebracht hast nach Frankfurt. Es ist die letzte große Veranstaltung dieses Jahres gewesen. Am 12. Januar geht es weiter in dieser Reihe mit dem Film Das schwarze Quadrat. Der ist jetzt auch schon vielfach prämiert. Eine Komödie um ja, zwei Kunstdiebe, die auf einem Kreuzfahrtschiff wider Willen dann da in eine Art Screwball Verwechslungsgeschichte verstrickt werden und als Bowie und Elvis auftreten müssen plötzlich. Ganz großartig, ganz außergewöhnlich für den deutschen Film, ein Debütfilm. Da wird der Regisseur hier sein heute. Was du hier bitte einmal nochmal großen Applaus. Andreas Kleinert, danke für lieber Thomas und danke lieber Anke Sterneborg für das Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause, frohe Weihnachten.